Hallo liebe Motorsportmagazin.com-Freunde. Servus. Zu unserem kleinen Talk nach dem Aserbaidschan Grand Prix. Ganz ehrlich, der große Kracher war es nicht. Aber man sieht es uns vielleicht schon an. Jonas mit der roten Hose, ich mit den roten Schuhen. Es kann nur um Ferrari gehen und die haben uns doch ein bisschen Gesprächsstoff geliefert. Ja, denn kein Kracher war das Rennen vielleicht, aber einen Kracher haben wir auf jeden Fall auch von Ferrari gesehen am Samstag schon. Charles Leclerc in Kurve 8 den Kubica gemacht, der es kurz vorher schon da nicht so richtig gut erwischt hat. Hat damit eigentlich schon die heißeste Aktie, die Ferrari an diesem Wochenende eigentlich hatte, komplett zum Absturz gebracht. Und im Grunde der nächste Fehler, dieses Mal war es ein Fahrfehler. Man kann sich jetzt schon fragen, nach den Testfahrten war Ferrari der große Favorit und jetzt im Moment sieht es so ein bisschen chaos-truppenmäßig aus irgendwie. Ich glaube, vier Doppelsiege in vier Rennen, das gab es erstens noch nie und zweitens hat, glaube ich, niemand, wirklich niemand vor der Saison darauf gewettet. Oder hast du? Definitiv nicht. Nee, ich hätte, wenn ich jetzt hätte wetten müssen auf vier Doppelsiege, ich weiß nicht, ob ich auf Ferrari gewettet hätte, aber ich hätte, glaube ich, auf niemanden gewettet. Nein, das ist eigentlich so unrealistisch, dass sowas passiert. Also ich hätte jetzt schon gedacht, also klar, Ferrari sah, wie gesagt, nach den Testfahrten ja als haushoher Favorit aus. Ich war jetzt auch immer auf dem Trip zu sagen, ja klar, unterschätzt Mercedes nie, aber weder dem einen noch dem anderen hätte ich eben diese vier Siege zugetraut. Ich hätte jetzt schon gedacht, und es ist eigentlich ja auch relativ eng, also eigentlich eben, aber Ferrari bekommt es halt irgendwie immer hin, irgendwo dann doch wieder was falsch zu machen. Es ist mal die Strategie, es ist mal ein Fahrfehler, es ist auch mal ein Defekt, wie in Bahrain. Und so ist irgendwie unter dem Strich nie der Tag gekommen bis jetzt, zumindest nicht am Sonntag, dass Ferrari mal wirklich sein wahres Potenzial auch ausgeschöpft hat. Ich finde, es geht so ein bisschen das weiter, was wir im letzten Jahr schon gesehen haben. Da hatte ja Ferrari phasenweise auch das schnellste Auto, aber hat das nicht auf die Strecke gebracht, weil Mercedes insgesamt einfach das bessere Team ist. Also ich glaube, das hat tatsächlich was mit dem Ganzen zu tun, wie Toto Wolff tickt und so weiter, dass der jedes kleine bisschen da perfektionieren will, dass der selbst nach dem dritten Titel irgendwie sagt, wir designen unser komplettes Ingenieursbüro einmal um, nur damit keiner die Motivation verliert, damit er nicht irgendwie ein Trott reinkommt und so weiter. Und dieses Konzentrieren auf jede kleinste Kleinigkeit, ich glaube, das ist es, was Ferrari aktuell so ein bisschen fehlt, dass das Team nicht in allen Facetten so perfekt ist. Ich bin nicht ganz sicher. Also ich glaube fast schon, dass bewusst sind sie, dass sie das müssen, sind sie sich dessen sowieso. Ich glaube aber auch, dass sie in dem Punkt sogar schon besser geworden sind vielleicht als im vergangenen Jahr, dass sie schon irgendwie mehr alles umfassen. Es aktuell einfach irgendwie so das Problem ist, dass es einfach so eine Sache der Fähigkeit ist im Moment. Sie sind einfach nicht in der Lage. Also sie machen schon alles dafür und drehen auch jeden Stein richtig um und alles. Oder sie drehen ihn nicht richtig um, sie drehen ihn um und sie drehen ihn falsch um. Also sie wissen einfach nicht so wirklich in letzter Konsequenz jetzt, woran hapert es, warum bekommen wir es immer nicht hin und verzetteln sich dann einfach so. Ich glaube auch, dass Ferrari mit dem Teamchef Mattia Binotto insgesamt ein besseres Team wird. Aber das funktioniert halt nicht von heute auf morgen. Ja. Das braucht halt ein bisschen Zeit. Der geht sehr analytisch vor, muss man sagen. So ein typischer Ingenieur. Ich glaube, das tut Ferrari auch mal ganz gut. Hat dazu noch das Team an sich ganz gut im Griff, auch wenn es schon schwierige Situationen, heikle Situationen gab mit Vettel und Leclerc. Der macht den Job eigentlich, würde ich sagen, gut. Aber es braucht halt, ich meine, so ein perfektes Team wirst du nicht über Nacht. Und Mercedes hat da viele, viele Jahre. Ich meine, wenn wir uns zurückerinnern, Mercedes war auch nicht immer perfekt. Obwohl sie hatten halt so ein überlegenes Auto, dass sie sich dieses Imperfekte leisten konnten. Ja. Sie mussten halt auch nie in den Grenzbereich eigentlich wirklich gehen. Das muss Ferrari ist jetzt als Jäger sowieso mehr gefordert, immer noch, weil sie sind jetzt dann doch wieder irgendwie, auch jetzt wieder Jäger geworden. Und dementsprechend, dann bist du natürlich immer mehr im Risiko, dass du mal den Fehler machst. Auch jetzt nicht nur im vergangenen Jahr hat man ja ganz betont das am Ende dann gesehen, auch einfach bei Vettel auf Fahrerseite, dass dann, wenn du einfach liefern musst und du musst jetzt hilft dir nur noch das Maximum, wenn du nur noch gewinnst, dann musst du natürlich auch mehr Risiko nehmen, da passiert natürlich auch mal mehr. Ja. Aber jetzt haben wir es allgemein gehalten. Das können wir jetzt eigentlich schon die ganze Saison. Könnt ihr wahrscheinlich nach nächsten Rennen wieder schauen, dieses Video bis zu diesem Punkt. Lass es mal hoffen auf Baku, wir es nicht für die Roten. Lass es mal auf Baku speziell schauen. Du hast schon gesagt, Samstag Qualifying. Ja, also Baku Qualifying, genau. Das war im Grunde, war im Grunde alles verloren. Weil man muss ja wieder sagen, dieses Mal hatten wir wieder das Fahrerphänomen ja auch eigentlich schon am ganzen Wochen. Jetzt war wieder Leclerc der klar Schnellere. War eigentlich von Training 1 an so. Ja, Training 1 ist ein bisschen. Sagen wir mal Training 2. Training 1 war da auch vorne. Ich meine, Ferrari ist ja sogar gefahren. Er war sogar 2 Sekunden vorne, glaube ich, aber das war absolut realistisch, genau. Ja, aber er war definitiv einfach komplett eigentlich der Mann jetzt, der da bei Ferrari der Schnellere war.
Hat da wieder ja, die nächste Trendwende so eingeleitet, nachdem Vettel ja zuletzt mal zurückgeschlagen hatte in China. Ja, und dann stoppt er eben in die Wand, dieses Mal der Fahrer. Kein Defekt, ja, hat sich dann dadurch natürlich schon, man hätte sagen können, aller Chancen beraubt, aber so ganz schlecht sah er dann ja doch nicht aus, ne? Er war ja noch dann in einer recht glücklichen Lage sogar eigentlich am Start. Das ist die Frage und da widerspreche ich dir vehement. Und ich sage, dass das tatsächlich Ferraris größter Fehler an dem ganzen Wochenende war. Diese Soft-Reifen, die gelben Reifen, ja. Also die Medium-Reifen sind sie inzwischen. Ja. Letztes Jahr waren die gelben Soft. Es waren die Medium-Reifen. Die C3-Reifen. Ist ein bisschen einfach. Also, dass man im Q2 als einziges Team nicht die Soft-Reifen draufgepackt hat, sondern die Medium-Reifen. Ich glaube, ab da ging die Spirale nach unten. Und zwar aus zwei Gründen. Zum einen hat man mit den Medium-Reifen die Fahrer unter Druck gesetzt. Man hat das bei Sepp schon gesehen. Der ist ja auch hängen geblieben an der gleichen Kurve. Mhm. Hat ein bisschen mehr Glück gehabt. Der ist innen hängen geblieben. Richtig Glück, dass da nichts kaputt gegangen ist und so weiter. Konnte dann weiterfahren. Und dann eben zwei Runden später Leclerc richtig in die Wand gestopft. Wäre ihm dieser Fehler mit dem Softreifen passiert? Das ist die Frage, ne? Also Leclerc hat sich da so ein bisschen so die Gratwanderung so geschafft. Da hat er erst so angesetzt zu sagen, ja klar, mit dem war auch der Medium, ne? Aber dann sagt er, ja, doch nicht falsch verstanden, es lag nicht am Reifen, es lag an mir. Ne? Also man hat so ein bisschen gemerkt, dass klar, ich habe es ja auch gerade schon gesagt, mit diesem Risiko. Mit dem Medium musst du natürlich mehr Risiko gehen, dann, ne? Musst du natürlich mehr rausholen und kannst nicht so locker angehen wie mit dem Soft. Und im Q2 muss man als Top-Team eigentlich ja kein Risiko eingehen. Genau. Das Risiko für ein Top-Team ist rein der letzte Versuch im Q3, weil auch im ersten Versuch im Q3 kann ich immer noch eine Sicherheitsrunde setzen. Nur dieser allerletzte Versuch ist für die Top-Teams eigentlich ein Risiko. Genau. Wenn du dann aber im Qualifying 2 schon einen anderen Reifen fährst, musst du halt ans Limit gehen. Ja. Und man hat gesehen, die mussten wirklich ans Limit gehen, weil selbst Leclerc's absolute Top-Runde, die er gleich hingezaubert hat, hat am Ende, glaube ich, für Platz 4 oder Platz 5 gereicht. Sepp war nicht, mal in, den, noch mal? Ja, war nicht genau. mal in den Top 10 mit, dem, mit der, seiner Runde. Der musste dann noch einen Versuch. Wer weiß, wie der ausgegangen wird. Also man hat die Fahrer da. Und jetzt kommt der entscheidende Punkt. Wenn ich sage, es bringt mir einen großen Vorteil im Rennen, kann ich das Risiko eingehen. Der Punkt ist aber, es bringt mir keinen Vorteil im Rennen. Es bringt mir sogar einen Nachteil. Und Mattia Binotto wurde ja dann auch nach dem Rennen noch gefragt in der Print-Media-Session, war das so euer Plan? Wolltet ihr tatsächlich mit dem Medium da durchkommen, durch das Q2? Oder wolltet ihr ganz am Ende nochmal die Soft drauf machen, um sich dann fürs Q3 einzuschießen und dann vielleicht sogar darauf zu qualifizieren? Sie hatten sich ja zwei Sätze Medium aufgehoben, als, im Vergleich zu Mercedes, die hatten nur einen Satz Medium, vielleicht hatten die da fürs Rennen irgendwas geplant mit Aufheben und so weiter und haben sich dann halt im Q2 mit dem eingeschossen. Das war so ein bisschen die ich erkläre gleich, warum die Frage so gestellt wurde. Jedenfalls hat er da ein bisschen rumgeeiert, wollte nicht so ganz klar raus. Warum wurde das gefragt? Weil es tatsächlich, es hört sich an, okay, es ist ein Vorteil, ich kann auf dem härteren Reifen starten, ist aber im Vakuum ein bisschen anders, weil da ist der Reifenverschleiß nicht so mega entscheidend. Mhm. Ich habe da eher einen Nachteil strategisch gesehen, weil was passiert, wenn früh Safety Car kommt? Sagen wir mal, eben in Runde 10, 11 kommt so ein Safety Car, da wo die Soft-Leute auch gestoppt haben. Ja, wenn ich mit Medium losfahre, kann ich nicht beim Safety Car in die Box fahren und mir den Soft drauf machen und das ganze Rennen zu Ende fahren. Das haut nicht hin. Andersrum hingegen schon. Ferrari hat darauf spekuliert, dass dann irgendwann mal im Rennen ein Safety Car kommt, wenn sie mit ihren Medium-Reifen noch draußen sind und nur dann geht die Strategie auf, wirklich nur dann. Und das ist ja komplette Spekulation. Also das ist ja mit einem frühen Safety Car kann man ja vielleicht sogar noch eher rechnen, wenn noch alles enger zusammen ist als später dann irgendwann. Und das frühe Safety Car brauche ich aber mit den Soft-Reifen gar nicht. Wenn gar kein Safety Car kommt, so wie es war, bin ich mit den Soft auch auf der sichereren Seite. Absolut, genau. Und das war genau das Problem. Und Ferrari musste dieses Risiko eigentlich nicht eingehen, weil sie ein verdammt schnelles Auto hatten. Wenn ich jetzt von vornherein sehe, okay, ich kann nichts reißen bei diesem Grand Prix, ich werde maximal Vierter, Fünfter, was auch immer, dann kann ich das Risiko eingehen. Dann gehe ich auf die alternative Strategie, weil wenn ich das Gleiche mache wie der viel schneller ist, dann werde ich sowieso nichts reißen. Und ich glaube, da hat Ferrari das Wochenende verbockt. Ich meine, als Konsequenz von dem Ganzen ist ja auch noch das Qualifying in die Länge gezogen worden, die Temperaturen sind gefallen, das kam Ferrari wieder nicht entgegen und so weiter. Genau, das hat es dann im Q3 für Vettel dann auch verdorben im Grunde, final. Ja. Also letztlich so eine Art Doppelfehler kann man fast sagen, dass Ferrari es erstmal mit dem Medium eigentlich perfekter machen wollte im Q2, als eigentlich nötig war, weil man war eh stark drauf eigentlich, was dann aber eigentlich auch gar nicht mal perfekt war. Genau, so würde ich sagen. Und da hat man sich gleich irgendwie doppelt und dreifach selbst mitgeschadet mit der Strategie.
Tja, Strategie ist dann auch im Rennen selbst dann später hinaus auch nochmal interessant geworden. War die Rennstrategie diesmal denn zumindest passend bei Ferrari oder war da auch wieder Verbesserungsbedarf? Ich meine, bei Vettel kann man, glaube ich, nichts drüber sagen. Das war alles wunderbar. Hätte fast sogar noch der Undercut geklappt, obwohl er nicht wirklich nah dran war. Also der ist da richtig nah an Hamilton noch rangekommen. Wenn der erste Stint besser funktioniert hätte, muss man auch sagen. Ja, das war echt hart. Also da ist er ja wirklich also nach ein paar Runden 10 Sekunden weg gewesen. Das war genau. Schon echt hart. Also, wäre er da näher dran gewesen, hätte Mercedes ein richtiges Problem gehabt mit dem frühen Stopp. Mhm. Es hat nämlich, glaube ich, keiner so vermutet, dass die Medium-Reifen so stark sind dann im Rennen. Mhm. Und dann hat der Undercut wunderbar funktioniert erstmal. Er hatte natürlich den großen Rückstand. Wenn er nah dran gewesen wäre, hätte sich Mercedes wieder entscheiden müssen. Lewis oder Valtteri oder wieder beide. So konnte man erst den Bottas reinholen, danach den Hamilton und beide waren immer noch vor Vettel. Wenn der erste Stint geklappt hätte, hätte es ganz anders ausschauen können. Das war ärgerlich. Aber sonst bei der Strategie an sich hat man da nichts falsch gemacht. Bei Leclerc hat vielleicht ein oder andere gesagt, wieso kam der dann so spät, hat der dann nicht ultra viel Zeit verloren. Mhm. Aber das war das Problem, der war gefangen auf diesem Medium-Reifen. Der konnte nicht früher stoppen. Musste warten auf das Safety-Car halt im Grunde. Genau, einfach nur. Es gab zwei Faktoren. Einmal konnte er nicht früher rein, weil dann wären ihm die Soft-Reifen hinten raus ausgegangen. Dann hätte er das gleiche Problem auf den Soft-Reifen am Ende gehabt, wie er jetzt auf dem Medium-Reifen hatte im Rennen. Und das andere ist, er musste so lange warten, bis dieses eine Safety-Car kommt. Das Warten ging so lange, bis die Mercedes einfach vorbei waren. Weil was wäre passiert, wenn Safety-Car gekommen wäre? Wenn er noch in Führung gewesen wäre, dann hätte sich Mercedes entscheiden müssen. Gehen wir auch in die Box und holen uns nochmal neue Reifen, damit wir auf den gleichen Reifen sind wie er dann für den Schlussspurt. Wenn sie das gemacht hätten, dann wären aber die Mercedes hinter dem Leclerc gewesen. Dann hätte er die Track Position behalten. Bis zu dem Zeitpunkt, wo er da war. Als sie dann vorbei waren, war es egal, weil dann musste er sofort in die dann Box. Dann hat er ja auch schnell dann lamentiert, das macht keinen Sinn mehr und durfte dann auch endlich mal reinkommen und sich mal wirklich Reifen holen, mit denen man noch fahren kann. Ja. Aber da ging dann auch nicht mehr viel, ne? Mit den Soft hat man erst gedacht, war erst so ein bisschen mysteriös, warum der jetzt damit überhaupt nicht zurückging. Ich habe erst echt gedacht, der Medium ist einfach wirklich ein überragender Reifen in dem Rennen und oder halt wirklich ein Problem, aber weder das eine noch das andere war der Fall, hat einfach keinen Sinn mehr gemacht, ne? Also 30 Sekunden hinter der Spitze, 20 hinter Verstappen, P4. Mhm. Da kannst du nichts mehr groß ausrichten. Da ging es nur noch um die schnellste Runde. Er hat gesagt, er wollte sich einfach den Reifen aufheben für ganz zum Schluss die schnellste Runde. Da war ja noch nicht davon auszugehen, dass der Gasly ausfällt und dass er dann nochmal einen Boxenstopp machen kann for free. Ja. Deswegen ging dann am Ende gar nichts mehr. Bei Vettel muss man sagen, auf dem Medium sah es ja dann richtig gut aus. Mhm. Konnte er erstmal sogar Dampf machen. Ganz am Ende hat er dann sogar Glück. Da wäre er fast noch vom Verstappen überholt worden, weil ihm das Benzin ausging. Also der musste tatsächlich, also erst kam schon Verstappen richtig nah, dann kam das VSC, ich glaube, der war schon auf 1,6 Sekunden oder so ran. Dann kam die virtuelle Safety-Car-Phase. Beim Restart hat Verstappen keinen richtigen Dampf mehr, keine Temperatur mehr in die Reifen reinbekommen. Genau das, was man ja immer so fürchtet im Baku. Vorher war Verstappen ja wirklich richtig stark unterwegs. Da war ja jede Runde pink im Grunde. Also das war ja eine richtig starke Phase da bei ihm. Dann nichts mehr. Und ganz am Ende hat man ja gesehen, Vettel ist dann, glaube ich, der war ja einigermaßen an dem Mercedes dran beim Restart und dann musste er komplett abreißen lassen. Dann haben sich manche gefragt, lag das jetzt dran, dass die Mercedes im Zweikampf dann die wahre Pace gezeigt haben. Hat er einfach dann gesagt, okay, bringt eh nichts mehr, was auch immer. Nee, mussten Benzin sparen. Ja. Das war auch was wir am Freitag bei den Long Runs schon ein bisschen gesehen haben, weil da Mercedes bei den Long Runs deutlich, deutlich schneller war als auf die Qualifying-Simulation im Verhältnis. Und wenn man sich die Geschwindigkeitsdaten mal genau angeschaut hat, wir haben das Glück, dass uns die zugespielt wurden. Aus geheimen Quellen. Und da hat man dann tatsächlich gesehen, es gibt eine ganz interessante Messstelle da in Baku, nämlich die Start-Zielgerade, die ist relativ weit am Ende von diesen 2,2 Kilometer Vollgas. Und da hat man schon gesehen, der Ferrari ist eigentlich ein gutes Auto, was den Topspeed angeht, aber da war er dann nicht mehr so gut wie der Mercedes, weil er offenbar beim Energy-Management ein bisschen federn lassen musste da hinten raus. Also Benzinverbrauch scheint ein bisschen ein Problem von Ferrari zu sein. Ja, scheinbar. Ne? Ist natürlich aber auch ein schlechtes Zeichen, wenn du jetzt andersrum denkst, er fängt früher an zu sparen, ist er auch nur noch langsamer. Ne? Also dann siehst du im ganzen Rennen nicht so gut aus. Ne? Nicht nur ganz am Ende, wo dann denkst du, okay, verliert er mal 5 Sekunden. Kann ja auch einfach gewesen sein, wenn man jetzt nicht davon gesprochen hätte, dass er dann sowieso einfach nur vom Gas gegangen ist, letzte Runde und macht mal ein bisschen Winke-Winke. Da könnte man sich natürlich eigentlich leichter rausreden, aber gut. Und es gab noch die VSC-Phase, wo man auch ein bisschen Sprit spart. Das stimmt, ja. Es ist dann eigentlich sehr fatal sogar, ne, wenn du selbst in sowas noch in Probleme gerätst. Ja. Aber hat natürlich jeder, glaube ich, auch ein bisschen mit dem Safety Car spekuliert, wo man dann richtig viel Benzin sparen kann. Kann natürlich auch sein, dass sie da extra mal bewusst ein bisschen weniger reingefüllt haben und dann, Es war eigentlich kurios, dass wirklich einfach nichts passiert ist eigentlich. Also nichts wirklich Heftiges. Also es ist schon
haben wieder alle zu viel Formel 2 geschaut vorher. Aber was glaubst du, kommt Ferrari zurück? Ja, jetzt kommt ja Barcelona. Ne? da waren sie hinterher echt top. Glatte Strecke, vielleicht hilft ja auch das Ferrari weiter. Jetzt mal ein bisschen Pause, Europa-Rennen, da kommen klassisch noch mehr Updates. Ferrari, das war eigentlich auch schlimm. Ne? Ferrari hatte ja tatsächlich mal ein Update dabei und hat scheinbar nicht so viel gebracht. Aber gut, ich glaube, ich vertraue ja immer auf Ferrari, dass sie es dann irgendwann doch mal schaffen. Also ja, also ich glaube, so leid es mir tut, unterm Strich, ich glaube fast, dass, ich will jetzt nicht sagen, der WM-Zug ist schon abgefahren, aber ich glaube, dass einfach die ganz am Anfang angesprochene Reife noch nicht ganz da ist dieses Jahr irgendwie. Und ich denke schon, dass Ferrari schon Mercedes noch nicht nur einmal, nicht nur zweimal, nicht nur dreimal, sondern noch sehr oft fordern kann. Ich glaube auch, dass es in Barcelona da ein guter Ort für ist, aber so nachhaltig sehe ich die jetzt nicht so in der Situation, dass sie da wirklich da jetzt ganz klar, also den Spieß halt 1:1 umdrehen können, dass jetzt Ferrari auf einmal 4 Doppelsiege hintereinander holt. Nee, 4 Doppelsiege sehe ich auch nicht. aber ich sehe es schon irgendwie, dass tatsächlich mal der Turnaround kommen kann. Ja. Es war ja wirklich in Bahrain nicht viel gefehlt. Ja. Wenn da dieser blöde Defekt nicht gewesen wäre, wenn der Vettel ein bisschen... Also in Bahrain hat eigentlich gar nichts gefehlt. Das hätte theoretisch... Zuvor, hat gefehlt, halt klar. Aber theoretisch hätte es ein Ferrari-Doppelsieg sein können. Vielleicht sogar müssen, wenn der Vettel auch noch einigermaßen die Nerven behalten hätte und okay gefahren wäre. Jetzt in Baku bleibe ich aber trotzdem dabei, dass die Ferrari-Performance eigentlich gut war. Die Updates, glaube ich, haben auch einigermaßen funktioniert. Wen es interessiert, Ferrari hat da im FP1 glücklicherweise mit ein bisschen Flowis rumgesprüht und hat uns dann einfach direkt schön gezeigt, wo jetzt da die Updates sind. Vorne an den Bartsports ein bisschen... hat man schön gesehen. Also wie so, als würdest du hier so ein bisschen mit so Kohlepapier schon arbeiten, so für uns vorarbeiten. Ne? So ein Pauschpapier, ein bisschen schraffieren, dann war schon alles fertig. Ja, das war schon fast wie so eine Technikanalyse. Also, wenn wir das einkreisen, dann auf den Bildern, aber davor immer ja schön suchen müssen, haben wir uns dieses einfach mit Flowis eingespielt. Ja, perfekt. Also da hat man schon ein paar, also die Turning Vanes, diese Leitbleche unterm Chassis, dann die Bartsports, dann am Unterboden ein bisschen Diffuser. Das war jetzt kein spezielles Highspeed-Paket, glaube ich. Generell. Das gibt es gar nicht mehr so in der Form, dass es jetzt speziell für Baku war, sondern das ist schon ein kleines Stück von dem Paket, das wahrscheinlich dann in Barcelona weiterkommt, vorweggenommen. Mhm. Und bei Ferrari hat man auch gesagt, es hat funktioniert. Ich glaube, es hätte auch funktioniert, zumindest im Auto von Charles Leclerc, wenn der im Qualifying richtig auf Touren gekommen wäre, dann im Q3. Aber hätte, wäre, wenn. Das ist die große Geschichte der Saison. Wie immer, ja. Und jetzt sind wir mal gespannt, was Barcelona bringt. Was glaubt ihr? Schafft es Ferrari nochmal heranzukommen? Woran hapert es? Was glaubt ihr? Ist der Ferrari einfach zu langsam? Blufft Mercedes einfach die ganze Zeit und verarscht uns alle? Ist das eine sehr beliebte Meinung. Ist das Team einfach nicht reif genug? Macht es dann Mercedes auf der Seite besser? Was glaubt ihr? Was ist die Ursache? Und vor allem, wie kann man es lösen? Und noch wichtiger, bevor wir wieder irgendwelche Prognosen abgeben, schaffen sie es schon in Barcelona, Mercedes mal richtig herauszufordern. Schreibt es in die Kommentare und natürlich abonniert dieses Glöckchen hier, damit ihr immer Bescheid bekommt, wenn ein neues Video von uns online kommt. Wir haben nämlich in der Woche tatsächlich noch viel für euch vorbereitet. Gibt ja auch Feiertag, da kann man schön Videos schauen. Da habt ihr Zeit, genau. Und am Ende der Woche. Hoffentlich. Am Ende der Woche haben wir wieder was ganz Schönes. Ja, der große, große F1-Talk, der kommt natürlich auch noch. Bestimmt eine gute Stunde, ordentlich Programm für euch, wo wir ein bisschen gemächlicher und in größerer Runde nochmal die ganzen letzten Wochen passieren lassen, was so alles geschehen ist in der Formel 1. Ich mache schon mal Platz für Flo.